Hallo, ihr Lieben. Ich melde mich nochmal zum Thema Vogelfluglinie. In euren Kommentaren zu meinem Lübeck-Puttgarden-Film fand sich häufig der Hinweis auf den Tatort Kressin stoppt den Nordexpress. Der ist mir bekannt, ich hatte ihn jedoch nicht erwähnt, weil das Video mit 22 Minuten schon deutlich länger ausfiel als geplant. Auf vielfachen Wunsch reiche ich heute eine kleine Ergänzung nach, um euch mit besagtem Tatort vertraut zu machen, dessen Schlüsselszene zu kommentieren und nebenbei ein paar Aufnahmen zu zeigen, für die in der Vogelfluglinien-Doku kein Platz mehr war. Kressin stoppt den Nordexpress ist die siebte von mittlerweile rund 1200 Folgen des Tatorts, produziert vom Westdeutschen Rundfunk und erst ausgestrahlt am 2. Mai 1971. Es geht darum, dass die in Schweden verhafteten Schwerverbrecher Brockhoff und Kartolli in Polizeibegleitung mit dem Nordexpress nach Deutschland überführt werden. Der Unterweltboss Sievers hat derweil ein dreckiges Dutzend von Ganoven rekrutiert, um den beiden Straftätern die Flucht zu ermöglichen. Die akribische Planung sieht vor, dass Sievers Leute sowohl den Nordexpress als auch das Stellwerk Puttgarden in ihre Gewalt bringen, indem sie unter anderem Lok- und Zugführer sowie Fahrdienstleiter ausschalten und durch eigenes Personal ersetzen. Und zwar so, dass zunächst weder Reisende, Polizei noch sonst wer Wind von der Aktion bekommen. Der Zug soll an einer bestimmten Stelle zum Halten gebracht werden, um Brockhoff und Kartolli zu befreien. Der von Sieghard Rupp verkörperte Zolloberinspektor Kressin ist dienstlich in Kopenhagen, tritt die Heimreise in Richtung Köln mit dem Nordexpress an und gerät zufällig in das Geschehen. Nach Abfahrt in Puttgarden überwältigt Sievers Bande wie geplant das Lok- und Zugpersonal und kapert das Stellwerk. Kressin bemerkt zunächst keine Unregelmäßigkeiten, da er, ganz der Schürzenjäger, auf seine dänische Reisebekanntschaft Pernille fixiert ist. Der Wind dreht, als Kressin erfährt, dass sich Brockhoff und Kartolli im Zug befinden und einige Fahrgäste aus dem ersten Wagen komplimentiert worden sind. Auch der Speisewagenkellner und die Zugsekretärin sind ihm suspekt, woraufhin er seinen Chef verschlüsselt darüber informiert, dass offensichtlich die Befreiung der zwei Verbrecher geplant ist. Auch in der Oberzugleitung wittert man Ungemach, nachdem der Nordexpress den außerplanmäßigen Halt in Heringsdorf zum Zustieg eines Bundestagsabgeordneten ausgelassen hat. Der Hamburger Kripo-Mann Höfgen begibt sich daraufhin zur OZL und überlegt gemeinsam mit deren Leiter, wo der Zug gestoppt und von der Polizei in Empfang genommen werden kann. Schließlich ergeht die Anweisung an das Stellwerk Puttgarden, ihn an der Weiche Kloppenhof auf eine Nebenstrecke zu leiten. Oberschurke Sievers fordert seine Fahrdienstleiter auf, zum Schein auf diese Anordnung einzugehen, jedoch in letzter Sekunde die Weiche zurückzustellen und den Zug abseits der erwartenden Polizeihundertschaft vorbeifahren zu lassen. Damit wird zwar der Zugriff verhindert, allerdings ist nun klar, dass nicht nur der Nordexpress, sondern auch das Stellwerk in der Hand der Halunken ist. Während die Puttgardener Bahnpolizei die falschen Fahrdienstleiter ohne größeren Widerstand hops nimmt, setzt Kressin im Zug mit Unterstützung eines alten Seebären einen Verbrecher nach dem anderen schachmatt. Letztlich gelangt er auf die Lok und stoppt den Nordexpress auf freier Strecke, wo Sievers Galgenvögel festgenommen werden. Ende gut, alles gut. Drehorte waren unter anderem der Fährbahnhof Puttgarden und der anschließende Streckenabschnitt auf Fehmarn. Ferner tauchen die Bahnhöfe Großenbrode und Heringsdorf sowie die nicht mehr existente Verbindung nach Heiligenhafen in dem Film auf, wenngleich in beliebiger, nicht zum Laufweg des Zuges passender Abfolge. Wie angekündigt komme ich auf die Schlüsselszene dieses Tatorts zurück und beleuchte sie aus eisenbahnhistorischer und betrieblicher Sicht. Stichwort Weiche Kloppenhof. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine mittlerweile entfernte Weichenverbindung im Südkopf des Bahnhofs Burg West, die die Fahrt zur damals noch vollständig erhaltenen Inselbahn in Richtung Ort ermöglichte. Auch die zugehörigen Szenen aus dem Stellwerk zeigen den entsprechenden Bereich der Stellwand. Auf dieser Nahaufnahme ist ferner eine Gleissperre an der Strecke nach Ort erkennbar, woraus sich schließen lässt, dass diese als Nebengleis des Bahnhofs Burg West betrieben
und lediglich von Rangierfahrten genutzt wurde. Zum eigentlichen Umstellvorgang der Weiche Kloppenhof ist zu sagen, dass diese aus stellwerkslogischer Sicht ausgeschlossen, aber der Dramaturgie geschuldet ist. Der Nordexpress fährt, wie hier eindeutig sichtbar, auf Hauptsignal aus dem Bahnhof, und da könnte der Bösewicht in echt auf der Stellwand herumdrücken, wie er will, da würde nichts passieren. Ja, mit gewissen Hilfshandlungen ließe sich da durchaus was bewerkstelligen, aber angesichts der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit wäre die Folge, dass die Weiche nicht direkt vor, sondern erst unter dem Zug umgestellt wird. Hätte den Zuschauern bestimmt gefallen, wenn die Lok und die ersten Wagen gerade ausgefahren und der hintere Zug dann in Richtung Ort abgebogen wären. Wie auch immer, im Film läuft die Weiche trotz fahrzeigendem Hauptsignal um und der Zug donnert auf der Hauptstrecke an den verdutzten Polizisten vorbei. Ganz putzig ist übrigens auch, dass man in der Oberzugleitung schon Sekunden nach Durchfahrt des Nordexpress an der Weiche Kloppenhof bzw. in Burg West realisiert, dass er nicht auf die Nebenstrecke abgebogen ist. Denn tatsächlich kann man in der Betriebszentrale, als Nachfolgeorganisation der OZL, auch mehr als 50 Jahre später nicht erkennen, welche Fahrstraßen im Zuständigkeitsbereich des Stellwerks Puttgarden eingestellt sind und wo welcher Zug steckt. Ja, damit wäre dieser Kanal um ein Kapitel über deutsche Filmkunst bereichert. Kressin stoppt den Nordexpress ist eine schöne Hommage an den jungen Fährbahnhof Puttgarden und für die Älteren von uns eine Erinnerung an Züge, in denen man die Fenster öffnen konnte. Aus heutiger Sicht anachronistisch wirkt der allgegenwärtige Zigarettenqualm. Ein Aufreißer wie Zolloberinspektor Kressin flöge wahrscheinlich nach der ersten Folge aus dem Programm und eine Szene gehört dringend neu vertont, um auch zukünftig im deutschen Fernsehen gezeigt werden zu dürfen. Als ein Gleisarbeiter einen stark pigmentierten Banditen beim Entern der Lok beobachtet und seinem Vorgesetzten meldet, da ist ein Neger auf die Lok geklettert. Den Link zum Film setze ich euch in die Beschreibung. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.